Hallo Ali, heute gibt es mal ein lecker Möhrensüppchen mit Kokosmilch und frischer Mango und dazu noch einen kleinen Krabbenspieß. Dazu benötige ich natürlich Möhren, das ist etwa ein Kilo, eine frische reife Mango, etwas Kokosmilch, das sind hier 250 Milliliter, ungesüßt, dann Ingwer, da nehme ich so groß wie ein Daumennagel, ungefähr ein Stückchen, zwei Zwiebeln, eine Limette, etwas Frühlingszwiebel, dann habe ich mir hier schon vorbereitet 750 Milliliter Gemüsebrühe, etwas Öl und dann natürlich noch ein paar Spießchen, damit ich nachher dann auch nochmal die Krabben aufspießen kann. Die werde ich kurz in der Pfanne vorher mit etwas Knoblauch anbraten. Als erstes schäle ich mir dann hier die Möhre. Ich hebe mir immer diese ganzen Abfälle hier auf. Das sind hier auch Biomöhren. Das heißt also, die sind nicht großartig behandelt. Und ich kann diese Schalen den Tieren geben. Wenn ich die dann alle so fertig geschält habe, dann schneide ich sie in kleine Stückchen. Die Möhren und die Zwiebeln und den Ingwer habe ich mir jetzt mehr oder weniger grob geschnitten und werde das jetzt ein bisschen mit Öl im Topf anbraten. Und ich habe jetzt etwa 3 Esslöffel Olivenöl schon erhitzt und gebe da jetzt mein klein geschnittenes Möhrchen, Zwiebelchen und Ingwer dazu. Das Ganze lasse ich jetzt hier so 5 Minütchen vielleicht ein bisschen anbraten. Ich stelle das jetzt auch schon mal auf eine kleinere Flamme, es braucht nicht braun werden. Soll so ein bisschen glasig werden. Wenn dann die Zwiebeln glasig sind, dann kann auch die Brühe mit zugegeben werden. Das ist hier eine Brühe aus dem Glas, aber ich nehme da eine aus dem Bioladen. Die ist leider etwas teuer. Oder was heißt teuer? Kostet ein Gläschen halt 3 Euro. Da kommt man aber auch eine ganze Weile mit aus. Die ist hefefrei und hat auch sonst keine Geschmacksverstärker. Schmeckt aber trotz alledem sehr lecker. Das Ganze lasse ich jetzt hier so 20 Minuten leicht köcheln und werde mir in der Zwischenzeit schon mal die Mango schälen und klein schneiden. Die kommt dann auch gleich noch damit zu. Die Möhrchen sind jetzt etwa ein Viertelstündchen am Köcheln. Das heißt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auch die Mango dazu zu machen. Ich habe die jetzt so ein bisschen klein gewürfelt. Das heißt, ich habe die also geschält und habe dann rings um den Kern mir Scheibchen abgeschnitten. Hoppala. Und habe diese Scheibchen dann in kleine Würfel gemacht. Das Ganze lasse ich jetzt noch mal so 5 bis 10 Minütchen leicht köcheln und dann wird püriert. Das Ganze hat jetzt also noch mal ein wenig geköchelt, also die Möhrchen und die Mango. Und jetzt kommt mein Pürierstab zum Einsatz. Das Ganze also jetzt schön durchpürieren. So, und wenn dann alles schön durchpüriert ist, dann kommt auch die Kokosmilch damit zu. Die rühre ich jetzt hier einfach ein. Schön unterrühren. Ja. Und lass das dann noch mal ein bisschen stehen. In der Zwischenzeit werde ich mir jetzt langsam mal die Krabben vorbereiten und die Krabben auch braten. Das Öl habe ich jetzt schon mal erhitzt und gebe jetzt einfach mal so ein paar, in dem Falle nehme ich hier 3 Stück, Knoblauchzehen dazu. Hier habe ich also einfach nur mit dem Messer ein bisschen platt gedrückt, habe sie auch nicht geschält, das ist völlig okay, weil die wollen wir ja nachher auch nicht unbedingt essen. Darum reicht das so. Man kann dann auch immer ganz gut sehen, wie heiß das Fett ist, wie stark die dann jetzt hier am Brutzeln sind. Das ist jetzt hier genau die richtige Temperatur und da gebe ich jetzt meine Krabben noch mit dazu. Die habe ich also schön gesäubert, entdarmt. Also eigentlich sind sie ja schon entdarmt, aber sicherheitshalber gucke ich immer noch mal, ob noch ein kleiner Rest dran ist. Dann habe ich auch schön trocken gemacht. Je trockener man sie macht, umso weniger spritzt das dann in der Pfanne. Man braucht die also auch nicht so sehr lange drin lassen. Das reicht also, wenn sie dann von beiden Seiten so ein bisschen diese rosa-rote Farbe annehmen. Ja, mal schauen. Noch einen Moment, kann es noch. Das reicht dann auch schon. Ich stelle mal das Feuer aus. Und dann können die Krabben jetzt mal beiseite gelegt werden. Ja, wenn man die jetzt zu lange drin lässt, dann werden sie relativ zäh und trocken. Und das möchte ja keiner. So, jetzt ziehe ich mir wieder meinen großen Topf vor. Ja, es dampft noch richtig schön, ist noch richtig heiß. Und da gebe ich jetzt von der Limette ran. Ich habe jetzt also eine ganze Limette ausgepresst, aber so viel werde ich erstmal nicht nehmen. Ich nehme erstmal die Hälfte und werde dann nochmal abschmecken. Ich habe nochmal abgeschmeckt, das ist genau richtig gewesen. Das heißt, es kann jetzt angerichtet werden. Ich
Ich nehme das mal hier so ein bisschen rüber. Ja, ich nehme das heute als Hauptspeise. Wenn man das nur so als Vorspeise nehmen möchte, nimmt man natürlich ein kleines Tässchen. Oder man kann es auch in einem hübschen Glas servieren. So, das kommt auf den Teller. Dann gebe ich hier noch meinen Spieß oben über. Und da gebe ich auch noch gleich ein Blümchen mit bei. Das sieht immer ganz nett aus. Dann habe ich hier meine Frühlingszwiebel in ganz dünne kleine Streifen geschnitten. Und gebe das jetzt hier oben noch so ein bisschen auf, nicht zu viel. Genauso kommt noch ein bisschen Kokosraspel. Die habe ich noch mal ein bisschen angeröstet. Das passt ganz gut und sieht auch ganz nett aus. Und dann habe ich hier den rosa Pfeffer. Den habe ich mit dem Mörser noch so ein ganz klein bisschen klein gehackt. Davon gebe ich dann auch noch so ein ganz kleines bisschen oben auf die Krabbe, natürlich nicht zu viel. So, das kann dann so serviert werden. Schmeckt wirklich hervorragend, sollte man unbedingt mal probieren. Ich wünsche jedem viel Spaß beim eventuellen Nachkochen, einen guten Appetit beim Verzehr und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!